Hallo und willkommen beim Schießstand. Heute zeige ich euch, wie ihr so eine schöne Paracord-Kamera-Handschlaufe in nur 30 Minuten selber herstellen könnt. Ihr braucht einen 40mm D-Ring zu je 1 Euro das Stück, ein paar Mini-Karabiner für ebenfalls 1 Euro das Stück und natürlich Paracord, was bei Amazon 5 bis 11 Euro je 31 Meter kostet. Zum Verarbeiten braucht ihr ein Messer oder eine Schere, ein Feuerzeug und alternativ noch Flechtnadeln für das Paracord und Klemmen, um die Handschlaufe beim Flechten zu fixieren. Aber es geht jeweils auch ohne. Für eine 40 cm lange einfarbige Handschlaufe in der sogenannten Fishtail-Flechtung braucht man ca. 4,5 Meter Paracord. Das ganze Geflechte dauert ca. 30 bis 60 Minuten. Vom Paracord nehmt ihr die Mitte und legt es doppelt um den D-Ring. Anschließend messt ihr die Länge ab, wie ich hier anhand einer Handschlaufe, die ich schon fertig habe, und steckt die beiden Enden durch den Karabiner. Mein Karabiner ist erstmal nur Platzhalter, da sich das Ganze so besser über den Tisch spannen lässt. Es funktioniert aber auch ganz einfach freihand, solange der Anfang erstmal gemacht ist. Ob ihr von rechts oder links anfangt, ist egal. Die Fishtail-Flechtung ist so ziemlich die einfachste, die es gibt. Von links drüber, drunter und von rechts drüber, drunter. Dann festziehen und nach oben schieben. So geht das dann ewig weiter. Falls ihr noch ein paar andere kompliziertere, aber auch sehr schöne Flechtungen anschauen wollt, verlinke ich ein paar Videos zu Anleitungen in der Videobeschreibung. Die meisten dieser Videos sind für kleine Armbänder, aber das Prinzip für die Handschlaufe ist immer dasselbe. Statt der Verschlüsse verwendet man einfach D-Ringe und Karabiner. Wie viele Meter Paracord man bei anderen Flechtungen braucht, müsst ihr selber testen. Im Zweifelsfall aber immer lieber zu viel als zu wenig. Denn wenn euch das Paracord vor dem Ende der Handschlaufe ausgeht, habt ihr ein Problem. Zum Ende hin wird es wichtig, alles schön nach oben zu schieben, damit das Ganze Richtung D-Ring schön straff sitzt. Wenn ihr am Ende angekommen seid, steckt ihr beide Stränge durch die Mitte, so dass sich von oben ein einheitliches Muster ergibt. Nach dem Umdrehen werden die Stränge mit 1,5 cm Restlänge abgeschnitten und mit dem Feuerzeug angekokelt, bis sie schmelzen. Dann drückt ihr mit der Klinge eures Messers oder der Schere das geschmolzene Plastik flach und wartet, bis es abgekühlt ist. Da dieser Fleck in der Innenseite der Handschlaufe liegt, stört er später auch nicht. Jetzt tausche ich noch meinen Platzhalterkarabiner gegen die zwei Mini-Karabiner aus. Wieso zwei? Naja, diese kleinen Dinger haben keine Sicherung. Deshalb benutze ich zwei mit der Öffnung an gegenüberliegenden Seiten. So löst sich maximal einer aus Versehen, bevor man es mitbekommt. Das Ganze funktioniert auch als zweifarbige Variante, mit fast demselben Prinzip. Für eine 40 cm lange zweifarbige Handschlaufe braucht man 2,5 Meter der Hauptfarbe und 2 Meter der Akzentfarbe.
Die Hauptfarbe nehmt ihr halb, wickelt sie um den D-Ring und steckt sie durch den Karabiner. Wie bei der einfarbigen Variante auch. Die Akzentfarbe nehmt ihr ebenfalls halb und legt sie parallel zu den beiden Strängen der Hauptfarbe, die aus dem Karabiner rauskommen. Akzentfarbe von rechts drüber drunter, Akzentfarbe von links drüber drunter. Hauptfarbe von rechts drüber drunter, Hauptfarbe von links drüber drunter. Festziehen und hochdrücken. Und immer weiter so. Einziger Unterschied ist, dass ihr am Ende vier Stränge habt, die in der Mitte angeschmolzen und platt gedrückt werden müssen. So, das war's schon. Gar nicht mal so kompliziert. Und mit Materialkosten von gerade mal ca. 4 Euro auch echt günstig. Was sagt ihr denn dazu? Wäre so eine Kamera-Handschlaufe was für euch? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao!